Scheiß auf Downhill, Uphill macht viel mehr Spaß. Nein, Mann, ich hab's doch fast geschafft! Dieser blöde Ast hier! Wir hatten auch heute festgestellt, dass ein Light-E-Bike in dem Sinne eigentlich gar keine Berechtigung hat. Das ist wirklich Messlatte sehr, sehr hoch für andere Räder, die jetzt kommen werden. Und ich fahre auch noch hinterher. Alter! Sowas von entspannt bin ich hier noch nicht runter. Wurde ich eingeladen, durfte von Berlin dann nach Helsinki fliegen, wurde von da abgeholt und von Hab da ist es... den Flug bezahlt? Ja. Ey, geil. Ja, heute ist es ein bisschen andersrum. Wir sind die Tour schon gefahren. Wir sehen richtig dreckig aus. Das Rad ist auch noch nicht sauber gemacht. Wir hatten richtig viel Spaß. Ich habe es gerade auf dem Parkplatz zu Torben gesagt, der übrigens mir sein Rad geliehen hat, dass... Was hatte ich gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach doch, für das, was wir heute erlebt haben, fühlte sich einfach an, als wäre es jetzt schon um 4. Wir sind früh um 9 los oder haben uns um 9 getroffen. Jetzt ist es 2:30 und wir haben so viel erlebt, das war so cool. Aber ich möchte ein bisschen was noch zum Rad wissen. Das ist das Pole S-Oni. Ja. S-Oni, also ich habe es ganz am Anfang wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ich kann auch kein Finnisch. S-Oni heißt der Bulle? Genau, also Sonny ist das finnische, ist der finnische Begriff für Bulle. Und der Name kommt aber tatsächlich her, die sind gestartet mit einem Downhill-Bike, der Nicht-E-Variante, das nennen sie Oni, benannt nach deren Teamfahrer Oni Rainio. Gibt es den noch? Also fährt er noch? Ja, der fährt tatsächlich aktiv. Ist das der, der so diesen... Nee, das ist Leo, das ist der Chef von der... Von Pole. Und er hat halt dann das Downhill-Rad, was dann auch die Basis für das S-Oni gegeben hat, nach seinem Junior-Teamfahrer halt dann benannt. Ja. Genau, und dann sich wahrscheinlich den Gag draus gemacht, wenn das Rad schon Oni heißt, dann machen wir ein S davor, dann ist das ein echtes finnisches Wort, nämlich der Bulle, was auch, ich finde, so exponiert wie der Motor sitzt, passt es sogar tatsächlich dazu. Ja, also exponierter Motor. Ich bin nicht einmal aufgesessen, das war eine Überraschung für mich. Man möchte ja meinen, wenn der da so unten dran ist, dass man dann gleich aufsetzt 5-mal, aber das war nicht der Fall. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Tretlagerabsenkung nur -8, -9 mm. Genau, -9 mm hat es. Und damit, das ist schon ein relativ hohes Tretlager. Sieht halt eigentlich nur so exponiert aus, weil was sie gemacht haben, sie haben das Unterrohr nach oben gezogen. Ja. Und eigentlich die Linie vom Oberrohr auf den Motor runter wäre ja... Dann hättest du die normale Geometrie, genau. Ja. Und so haben wir es aber halt hinbekommen, einmal komplett gerade auf dieses riesige Hauptlager, auf die riesige Achse dort dann halt zuzugehen, was das Rad halt relativ steif macht. Ja, also relativ steif, ich kann da gar nicht so viel mitreden, aber gerade eben, wir sind einen Kammweg runter geflogen, will ich mal sagen. Also ich bin mit dem Rad, es wiegt 25,5 Kilo, wir haben es erst an der Hängewaage gehabt mit Pedale, es wiegt... Warte mal, wie viel sind das? 9 Kilo mehr als mein Rad? 16? Ja. 9 Kilo mehr als mein Rad. Und trotzdem bin ich geflogen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich bin einmal voll eingeschlagen. Wo ich gedacht habe, Mensch, so weit bin ich noch nie gesprungen. Also das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Aber was wir ganz am Anfang gemacht haben, wir sind berghoch gefahren, was man ja so mit einem Full-E-Bike macht. Bergauf-Challenge. Und da muss ich sagen... Das war das Beste vom heutigen Tag. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Und das zeige ich jetzt mal. Amateur, ich zeige dir mal, wie das geht. Mit dieser Maschine. Volle Unterstützung. Während der Torben hinter mir sein Glück versucht, versuche ich es auch gleich mal. Womit beginnt man einen Trail? Mit dem Uphill. Aber mit so einer Maschine, dem Pole Sonny, ist der Uphill auf jeden Fall sehr viel cooler. Wir haben uns hier eine Challenge ausgesucht, wo auch keine Leute runterkommen, zumindest nicht bei der Uhrzeit und beim fast hier Schneeregen. Und versuchen da mal hochzufahren. Das macht auf jeden Fall richtig Gaudi. Ich fahre hier einfach bequem links lang. Ah, scheiße! Warte mal, ich versuche mal im Uphill noch aufzusteigen. Okay, hier ist die Messlatte.
Okay, warte, ich gehe nochmal runter. Durchgedreht. So, jetzt aber. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, komm, das ist ja die Chicken Line. Okay, weiter. Dann dreht er nicht so über den Rädern durch, über die Wurzeln durch. Okay. Und wenn du dann mit deinem Power rausgibst, weil das ja ein adaptiver Modus ist, geht er auch raus mit der Power. Ah, okay, verstehe. Für das Stück hier kannst du, wenn du schaffst, einmal ein Rot hoch. Oder muss ich ja Multitasking machen. Oder blau, jeder eins von beiden will. Ich versuch's mal so. Nein! Das liegt daran, dass ich meine Jacke noch anhabe. Ah, okay. Zieh! Ja. Sag ich doch! Easy! So, und jetzt Vollgas! Ja, Scheiße! Aber bergab ist es. Ich merke schon, ich bin gespannt auf die erste Bergabfahrt. Oh, meine Uhr piept. Oh, Sturz. Meine Uhr hat gesagt, ich bin hingefallen. Ein Blödsinn. So, dann nochmal. Sattel ein bisschen höher. Und auf geht's. Also neue Bestmarke, oder? Ja. Oh, hier auf den Wurzeln. Immer weg. Aber echt, das macht so Spaß. Du kannst den ganzen Tag bergauf fahren. Ich habe es gerade gesagt, mein Puls war auf 165. Bin jetzt auch schon wieder bei Atem. Ich weiß jetzt, was die Leute meinen mit Uphill-Flow. Das macht so viel Spaß. Und ich war so fertig jetzt schon nach den paar Mal hier hoch. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine ordentliche Freizeitbeschäftigung ist, wenn man berghoch fährt und nicht runter. Man sieht es leider nicht so gut, aber das ist hier schon ordentlich steil. Nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Kiste bergab geht. Denn wenn sie bergauf schon so geil geht, dann bergab das kleine Stück, was ich hier gefahren bin, das war schon vielversprechend. Torben ist jetzt gerade an der Bestleistung, wo wir erst waren. Da hat man ja dann aufgehört, kurz vorher. Und jetzt geht es hier ein noch schwierigeres Stück hoch. Mit vielen Wurzeln, vielen Steinen. Runter kein Problem, hoch eine ganz andere Geschichte. Ich denke, die werden wahrscheinlich hinten weniger Druck fahren. Wir hatten ja jetzt gerade 1,9 draufgepackt. Die werden weniger Druck hinten fahren. Richtig. Und dann hast du vielleicht weniger nur gekümmert. Ja, ich habe doch die Pumpe mit. Was war? 1,9 hatte ich rausgepumpt. Jetzt gehen wir auf irgendwas, keine Ahnung, 1,5 oder so. Aber der Reifen hat sich auch schon schön zugesetzt. Also das wird wahrscheinlich auch noch mit dem Grund sein, dass du hier Gripverlust hast. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Ja? Ah! Oh. Ja. Ob es jetzt am Reifen lag, dass weniger Luft drauf ist, werden wir ja gleich sehen, wenn du hier hochfährst. Oh, ey, das macht so einen Spaß, Alter. Wir kommen gar nicht zum Downhill. Scheiß auf Downhill. Uphill macht viel mehr Spaß. Was habe ich? 170er Puls. Das geht ja mal gar nicht. Bei dem bisschen hier. Aber das ist wahrscheinlich hier alles anaerobe Leistung, denn ich bin relativ schnell wieder auf den Normalpuls runter. Ich fahr's runter und dann fährst du hier hoch. Bis hier hoch, ne? Jetzt hat er sich die Line abgeguckt. Komm weiter! Die alternative Linie? Ja, geht auch. Ja, selbst wenn ich jetzt mein Trikot hier öffne, ihr seht, was fehlt. Klarer Unterschied, Vario Loop. Da fehlt mir noch ein Trikot.
Falls ihr wollt, dass Vario Loop vielleicht hier einen Unterschied macht, dann sagt ihr nochmal Bescheid, Torben, auf anders ein Trikot. Genau. Und auf der Kette macht es auch den Unterschied. Ist übrigens, naja, sponsored by würde ich jetzt nicht sagen, aber powered by. Ne? Ich habe eine neue Serie ins Leben gerufen. Ich darf jetzt von ganz vielen Abonnenten die Räder fahren und Vario Loop unterstützt das ein bisschen. Die Serie heißt Bike Sharing is Chain Caring und ich trage dann bei allen das Vario Loop auf. Sie bekommen auch 2 Flaschen davon und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Mit guten geschmierten Ketten kommst du auf jeden Fall weiter hoch. Ja, weniger Reibungswiderstand, ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall, macht auf jeden Fall super viel Spaß. Nein, Mann, ich hab's so fast geschafft! Dieser blöde Ast hier. Einmal noch. Wirklich. Und dann gehen wir auch anders hin. Wir müssen auch einen Berg runterfahren. Ich fühle mich wie im Fitnessstudio, wo du dich pusht, damit du noch mehr drückst. Oh nee! Ach, reicht. Wir müssen auch mal woanders hin. Oder? Ein bisschen wie damals beim Trailfahren. Da hast du immer an einer Mauer gestanden und hast versucht, dort hochzukommen, stundenlang. Nein! Oh! So, das reicht jetzt aber. Wir müssen wirklich mal woanders hin. Sonst schaffen wir heute keinen Downhill. Also man sieht es ja gerade, wir stehen hier gerade auch wieder vor dem Rad. Die Uphill-Sektion war einfach mal richtig spaßig. Wir haben uns gerade noch mal über ziemlich viele technische Details unterhalten. Es mag vielleicht auf den Fotos nicht so cool rüberkommen, aber wenn man das Ding in live sieht, dann das ist einfach eine Maschine und es sieht richtig gut aus. Ne? Diese Frässpuren, das alles, das ist Wahnsinn. Wir waren auch gerade oben auf dem Kammweg und da waren auch 2 andere da, die haben das genauso gefunden. Also ich bin da nicht der Einzige. Das sieht so sexy aus. Ist es auch. Und Torben als Besitzer hätte es ja nicht gekauft, wenn es nicht so cool aussehen würde. Ja. Und fahrtechnisch über jeden Zweifel erhaben. Ich habe es gerade gesagt, Torben ist ein finnischer Name, ne? Oder nordischer Name, irgendwas mit Tor. Kommt tatsächlich aus den nordischen Raum. Ja, genau. Also wir sagen einfach, es ist ein finnischer Name, dann passt es noch viel cooler. Und Torben war tatsächlich bei Pole, das klingt immer so wie der polnische Bürger. Tatsächlich genau so wird es ausgesprochen. Pole. Und hat dort das Rad abgeholt und konnte eine Factory-Tour machen. Und das ist ja so was richtig Besonderes. Wie kam es denn dazu? Ich habe tatsächlich ich bin auf das Rad aufmerksam geworden, das war im Juli letzten Jahres, da hatten sie es vorgestellt. Ich habe dann lange mit mir gehadert, weil es halt auch eine Preisliga ist, wo man halt echt 2, 3, 4 Mal überlegt. Was hast du bezahlt insgesamt? Also du hast ja eine Vorserienpreis-Geschichte genau, ich habe einen Vorserienpreis bekommen, dadurch auch den Race-Motor. Ich hatte die Möglichkeit, den Race-Motor noch mit rein zu konfigurieren. Ich glaube, ich habe am Ende ein bisschen was mit einem zweiten Hinterrad über 10 bezahlt. Okay, na, das geht aber noch. Wenn ich jetzt so die Preise von normalen Stangen-E-Bikes sehe, dann ist das hier ja noch viel cooler. Ja, ne? Also genau. Wie es dann dazu kam, also ich wurde von Pole eingeladen, deren Factory zu besichtigen und die halt vor Ort dann zu besuchen. War mir zu dem Zeitpunkt, wo ich das Rad gekauft habe, gar nicht bewusst. Ich habe das Rad dann gekauft, habe es auch schon komplett bezahlt. Bin dann, wie man es halt mal so macht, bei Pinkbike, habe dann geguckt, gibt es schon irgendwelche Berichte über das Rad und habe dann in der Kommentarsektion bei Pinkbike gesehen, dass die ersten 30 sich bewerben können. Ah. Das war quasi ein Gewinnspiel und dann eingeladen werden nach Finnland. Okay, cool. Und ich wusste nichts davon. Und ich habe dann tatsächlich, ich war mit 2 Freunden im Urlaub, witzigerweise auf Mallorca und habe dann, so blöd es klingt, also man kann sich eigentlich, klingt ein bisschen ausgedacht, ist aber tatsächlich wahr. Wir lagen am Strand, ich habe dann die Mail bekommen, quasi mit so einem, so ein Kontaktformular auszufüllen, um mich darauf zu bewerben. Okay. Und habe mir dann halt einen aus den Fingern gesogen. Also bei mir ist so, ich arbeite für Bosch, nicht für Bosch E-Bike, aber ja, bin halt da. Hat auch auf jeden Fall Connections. Ich kann bei Bosch intern ganz gut nachfragen, was da los ist. Dann habe dann reingeschrieben, ich mach viel mit Fertigungen. Und dann tatsächlich eine Woche später hatte ich dann die Zusage, dass ich nach Finnland reisen darf. Dann ging es an eine Terminabstimmung und ich glaube, wir sind Anfang September letzten Jahres. Ja. Sind wir dort gewesen, wurde ich eingeladen, durfte von Berlin dann nach Helsinki fliegen, wurde von da abgeholt und von da ist es... Hast du den Flug bezahlt? Ja. Ey, geil.
Den Flug, die zwei Nächte Unterkunft. Und die Bier, die es da umsonst gab. Die Kost und Logis war auch mit drin. Ja. Das war richtig cool. Am ersten Abend, also die Pole ist, die Factory ist in, ich glaube, das heißt Jyväskylä. Das ist so 3 Stunden nördlich von Helsinki. Okay. Da sind wir halt hingefahren und dann abends ein paar Bierchen zusammen getrunken in unserem Hotel. In so eine kleine Studentenstadt. Und am nächsten Morgen wurden wir dann um 10 Uhr abgeholt. Factory-Rundgang, den Leo kennengelernt, Leo Kokkonen, der Besitzer und Gründer von Pole ist, mit ihm gequatscht. Und ja, und dann sind wir nachmittags, nachdem wir uns dann da die Factory angeguckt haben. Was Factory stellt man sich jetzt riesig vor. Also es sind 2 große Lagerhallen, wo du 3 CNC-Fräsmaschinen drin hast. Okay. Dann hast du eine Halle, wo so Tauchbäder sind, wo sie die Oberflächenveredelung machen. Und dann halt noch ein Bürotrakt. Und das war's. Okay. Das sind wirklich einfach nur zwei große Lagerhallen. Nur so ein bisschen wie Nikolai, da war ich ja auch mal. Da ist auch nicht wirklich groß. Ja. Also wirklich sehr manufakturmäßig. Man hat mir dann gesagt, die haben jetzt im letzten Jahr knapp 600 Räder halt einmal komplett verkauft. Okay. Also wirklich Kleinserie. Von daher bin ich dem Rad auch gar nicht böse, dass es noch gar nicht 100% ausgereift ist. Ja. Ja, aber ist cool. Was heißt nicht ausgereift? Also ich habe mich gerade gefühlt, als würde ich auf einem Rad fahren, ich bin noch nie sowas gefahren. Klar, bergauf ist logisch, da hast du einen Motor, der ordentlich Power mit dazu gibt, da hat man ja auch richtig viel Spaß. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es bergab so agil ist für das Gewicht und sich so rumschwenken lässt und auch so springen lässt, also auch an kleinen Sachen abzuziehen, das geht richtig gut. Da merkt man keinen Unterschied zu einem normalen Rad, eher im Gegenteil. Und da muss ich echt sagen, es gibt keine Ausrede mehr, kein E-Bike zu fahren. Ne? Also es wird ja so ein bisschen verpönt, ja, Biobiker gegen E-Biker, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen angefixt und verängstigt auch. Und dann werde ich schon wieder einen Haufen Geld ausgeben. Wobei, nein, noch nicht. Ja, also die fehlende Fitness, also wir sind da nur mal um das zu erklären, wir sind da, als wir den Berg hochgefahren sind, also über das Uphill-Segment, wir waren total aus der Puste. Ne? Das war nichts hier, ich setze mich drauf und lasse mich hochschieben. Also das war schon eine Sache, die hat richtig Spaß gemacht. Ja, du schaffst halt dank E-Bike super viel in super kurzer Zeit. Ja. Plus dann noch die Möglichkeit, den Spaß, den wir heute Morgen hatten, den ihr gerade gesehen habt mit dem Bergauffahren, das noch mit dazu und auch das Bergauffahren, man lernt halt auch permanent was mit, halt da was Neues und du kommst weiter und kannst den Untergrund besser einschätzen. Allein die Erkenntnis, ne, hinten ein halbes Bar Luft rausgemacht und konnten wir wirklich noch deutlich weiter hochfahren. Ja. Das ist schon cool. Ist halt nochmal wirklich, ja, eigentlich, wir haben es ja beim Fahren schon gesagt, ist ein bisschen ein anderer Sport noch. Ja. Ey, da waren wir bei 1,2 Bar oder irgendwie sowas. Kein Wunder, dass wir da so viel Grip hatten. So, jetzt aber. Oh, geil, Alter. Aber jetzt so nach diesem Uphill-Ding, man gewöhnt sich schnell an die Power. Also du erwartest es jetzt gerade, wo wir hier so durch sind, habe ich mir so gedacht, ach naja, da kommst du locker durch, auch wenn du stehen geblieben bist. Also ich bin sogar der Meinung, das ist ein anderer Sport. Ja. Bergab ist es ähnlich, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche Gegenanstiege hast, aber berghoch fährst du ja eh nicht mit einem normalen Mountainbike. Mal die Kette nach unten befördert mit einem Stock. Wie auch immer das passiert ist. So, wir haben uns gerade verfahren. Haben aber gemerkt, hier kommt der Trail raus. Das heißt, wir fahren einfach hoch. Don't try this at home. Aber hier ist es ganz gut einsehbar. Das heißt, wenn uns hier jemand entgegenkommt, dann sehen wir das rechtzeitig und können aus dem Weg gehen. Also nichts Gefährliches. Alter. Da fährst du hier locker easy hoch. Nein, ja nicht. Dropping in, ne? Warum sagt man das überhaupt? Oh, keine Unterstützung an. Oh, jetzt fährt er weg. Warte! So, das ist jetzt der erste Downhill so richtig. Oder Trail. Oh ja, nur Abheber.
erstaunlich agil für das Gewicht und die Leistung. Ich weiß nur nicht, ob ich hier mit dieser Unterstützung klarkomme. Also gefahren bin ich schon, aber es ist so, wenn ich dann nochmal reintrete und er gibt mir dann nochmal Gas hinterher, dann liege ich lang. Also lassen wir es lieber. Ist nicht mein Rad, aber da kann man bestimmt spaßige Sachen mitmachen, wenn du dann so einmal reinpusht und dann dich schieben lässt. Oh, so jetzt. Alter, das Rad ist echt der Wahnsinn. Mit Full Power oder wie? Okay. Einmal voll im Schlamm. Junge. So, wo probierst du jetzt lang? So, jetzt sind wir im Appell. Jetzt kannst du noch mal erzählen, was ich hier für Unterstützungsstufen habe. Ja, also wir haben 4 Modi, die wir jetzt selber einstellen können über die Bosch E-Bike Flow App. Auf 4 muss man sich festlegen. Ich habe als schwächste Unterstützung, dass das, was gerade grün leuchtet, das ist der Tour Plus Modus. Ist ein adaptiver Modus. Den habe ich auf 60 Newtonmeter begrenzt und die Unterstützung ein bisschen rausgenommen. Okay. Genau wie die Dynamik, also die, bis ich da eingreife. Ja, ja, ich merke, ich trete ganz schön dolle jetzt schon mit. Und als zweithöchste, das jetzt blaufarbende, ist dann der EMTB-Modus. Den es irgendwie in einer Short Crank und in einer normalen Kurbellängenvariante gibt, aber da habe ich tatsächlich noch nicht rausgefunden, was da der Unterschied ist. Aber er tritt ordentlich mit. Also mehr würde ich jetzt gefühlt nicht brauchen. Auch ein adaptiver Modus. Der fährt sich relativ natürlich, finde ich. Und der schiebt aber auch, wie das für die Bosch-Motoren üblich ist, so ein bisschen nach. Ja. Da darüber das Lilane. Da ist jetzt der Turbo-Modus drin. Ein statischer Modus. Der gibt immer die Leistung, auf die er eingestellt ist. Den habe ich aber ein bisschen gedrosselt. Okay. Und dann, wenn man es jetzt richtig geben möchte, den Race-Modus dann darüber. 400% Unterstützung zu dem, was du selber reintrittst. Alter. Der normale Turbo macht, glaube ich, 340 oder 360. Ja. Und der schiebt nach, lange nach. Oh ja. Da kannst du wirklich mit Kurbel ankippen. Kannst du bis auf die 25 dich hochbeschleunigen. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ach, ich so jetzt hier in dem Appel finde ich schon blau richtig. Mehr als ausreichend. Total entspannt. Reichweite können wir natürlich jetzt nicht abschätzen. Wir sind ziemlich viel berghoch gefahren und haben da unsere Berghoch-Challenge gemacht. Ich finde auch, Reichweite ist eh Schall und Rauch. Ich 20 Kilo mehr. Ja. Wird wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht 200, 300 Höhenmeter ausmachen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht aber auch nicht, wenn ich mehr Watt reintrete. Ich weiß gar nicht. Naja, nichtsdestotrotz, das müsste man mit dem Wattmesser überprüfen, und da wir das hier nicht können. Reichweite reicht auf jeden Fall aus. Wir sind schon wie lange unterwegs? 3 Stunden? Wir sind jetzt seit 3 Stunden unterwegs, ja. Ja, 3 Stunden und 3 Stunden nur Spaß gehabt, bis auf die kleine Trail-Suchaktion im Schnee. Genau, also von den 3 Stunden, wir haben jetzt 15 Kilometer Input, 625 Höhenmeter laut Apple Watch. Und davon eigentlich, würde ich sagen, bestimmt 5 Kilometer nur das ganze Bergaufgeschiebe. Ja. Also bergauf. Gefahren. Challenge. Ja. Ja, reicht auf jeden Fall, um einen Tag Spaß zu haben. Wenn du jetzt nicht nur bergauf Challenges machst, sondern einfach wirklich deinen Fokus auf bergab legst. Da wären wir jetzt wahrscheinlich schon 6-7 Mal in den Trailpark runtergefahren. Ja.
in den Kurven und so, das macht richtig Spaß. Und das hat so viel Grip. Ja, das ist krass. Und du magst gar nicht glauben, dass das echt so viel Feder weg hat. 190, 200. Ja, stimmt, 200 hinten. Da sind ja noch 30 mehr, als ich habe. Juhu! Alter! Alter, das springt sich so gut. Mensch. Muss die Woche noch mal mit meinem hierher. Ich bin irgendwie falsch gefahren. Da bin ich hier mit rein. Boah, wegrutscht. Alter, so geil. Das war richtig gut. Alter. Ja, was bei dem echt gut beim Kurvenfahren funktioniert, ist, wenn du halt wirklich die, ja, wie man es halt macht, einfach neutral stehen und dann das Rad reinlegen. Ja, und dadurch, dass du ein bisschen höher bist, rein von der Physik her, kippt es halt besser rein. Ja, das habe ich gemerkt. Also beim Einlenken, das ging sehr viel cooler, auch bei den engen Kurven. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich jedes Mal an der Kurve wieder an dich rankam, weil ich so schön rumzwirbeln konnte. Das habe ich vorher noch nicht so gemacht. Also klar, der Trail ist auch geil, ne? Gut gebaut. Aber das ist jetzt echt eine richtig gute Sache. Wow. Da, das ist wirklich Messlatte sehr, sehr hoch für andere Räder, die jetzt kommen werden. Aber richtig cool. Und gerade in dem Matsch, ich bin zwar rumgerutscht, aber es war immer total kontrolliert. Das System haben sie rausgenommen und dann einen eigenen Mechanismus entwickelt. Wo du einfach mit einem 5 mm Imbusschlüssel reingehst, den Motor, den Akku dann rausnehmen kannst. Ah, okay. Da ist das Rad geklebt. Okay. So, jetzt die erste richtige Abfahrt. Alter! Das ist natürlich geil hier, so eine Gegenanstiege hoch. Mit Unterstützung. Super geil. Ich fahre auch noch hinterher. Das ist so steil vom Lenkwinkel her im Vergleich zu dem. So ungewohnt. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, warum ich hinter dir hergefahren bin. Das ist so, ich habe mich drangehängt und denke mir so, los, hinterher. Wie so ein Hund, der sich festbeißt. Oder ein Bulle. Ein Pole Sonny. So, jetzt kommt die Highspeed-Sektion. Da lasse ich dich mal kurz vorrollen und dann gebe ich Gas. Das ist für mich immer so die Referenz, wie gut das Rad geht. Alter!
sowas von entspannt bin ich hier noch nicht runter. Kommt dieser kleine Drop. Wuppa! Oh, jetzt bin ich durchgeschlagen. Nin, 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 nin. Hallo. Moin, moin. Ich cheate heute mal. Geil. Das sieht so sexy aus. Ist es auch. Und geht sowas von krass. Und wie wird es ausgesprochen? Wisst ihr das? Pol. Nee, Pole. Pole? Ja, ich habe auch. Nee, Finne. Ah. Pole. Nee, Pole, Pole nicht. Was würdest du das eh so hochsprechen? Wie? Pole. Pole, genau. Schon cool. Alter, das geht hier. 750. Sein Rad. Und sein Rad. Ich habe kein E-Bike. Doch nicht, wahrscheinlich bald. Ich habe auch eins, aber ich dachte mal ein bisschen fit werden. Ja, ah, ich fahre mal ins Transition. So, wir geben Gas. Alter! Oh, Kette ist runter! Oh Mann! Ja, schon wundert, warum das so leicht ging. Das Schienbein ist gefahren. Alter, ey, ich bin so weit gesprungen, das geht gar nicht. Alter, ist das geil. Was sagst du abschließend zu deinem Rad? Ich bin begeistert. Also es macht mir nach wie vor super Spaß. Ich habe es jetzt für die knapp 150 Kilometer ja erst gefahren. Plus die 20 heute? Genau. Na gut, plus, da bin ich ja gefahren. Genau, da bist du gefahren. Ist Wahnsinn. Also ist ein echt gutes Ding, macht wirklich Spaß. Mir persönlich gibt es saumäßig viel Confidence. Vertrauen? Saumäßig ja, viel Vertrauen. Ich habe da auch immer Probleme. Saumäßig viel Vertrauen bergab. Das auf jeden Fall. Also bergab wirklich eine Maschine. Gerade die Kammwegsektion da, das war Wahnsinn. Ich bin da einfach weiter. Ja. Ich bin nicht weiter gerollt als mit meinem Rad, das muss ich auch sagen. Also mit meinem Rad habe ich es jetzt das letzte Mal geschafft, dass ich wirklich das gesamte Stück hochgerollt bis auf die North Shore und noch darüber hinaus. Okay. Also ohne zu treten. Ja. Na, hier bin ich kurz davor angehalten, aber das mag auch sein, dass vielleicht ein bisschen Wind anders oder meine Reifen rollen ein bisschen besser. Ja. Hier sind ja die Supersoft-Variante drauf. Oder das Gewicht dann ja dann auch. Ne? Irgendwann kommt es ja doch mal als Faktor rein. Aber das Stück unten, wo es so wirklich schnell ging, diese nach der Überquerung, das war einfach drauf und los. Genau, es hat einfach drauf laufen lassen. Ich weiß nicht, wie bist du das Stück oben nach der Brücke gefahren? Ich meine, du fährst es ja wahrscheinlich eh, glaube ich, rechts rum, ne? Oder bist du über die Brücke? Du meinst den Drop? Genau, den Drop. Ja, nee, ich fahre immer rechts rum, das macht mehr Spaß. Ja. Weil da das Stück,
da hatte ich bei dem auch so einen augenöffnenden Moment. Da liegen halt überall kleine Steine, die man auf dem Video wahrscheinlich leider gar nicht so wahrnimmt. Wenn man da in echt drüber fährt, es sind wirklich überall kleine Steine und Kanten. Und da hält man mit dem Ding halt einfach drüber. Na, ich habe dann nach diesem North Shore-Element, dann hast du ja so ein paar, und dann hast du diesen kleinen Drop. Und dann geht es ja so über Wurzeln drüber. Genau. Na, da habe ich einfach dann losgelassen. Das ist die Erfahrung von kurz vorher, habe ich einfach Bremse los und durch. Ja. Und dann bin ich ja auf dich aufgefahren. Ne? Ja. Also du hast es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ich musste dann bremsen, weil du zu langsam warst. Aber es liegt einfach daran, das Fahrrad, du lässt die Bremse los. Und das Decoy ist ja auch kein schlechtes Rad. Ne? Das geht auch gut bergab. Nee. Aber das geht einfach nur besser. Ach Mensch. Wir könnten hier, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Rad. Ich freue mich, dass ich es mal fahren kann. Vielen Dank auch dafür. Ist ja nicht normal, dass man so sein Rad jemandem gibt, den man nicht so gut kennt. Ne? Ich darf auf jeden Fall die nächsten Wochen noch mehrere Räder fahren. Da sind auch noch ein paar E-Bikes dabei, aber auch hoffentlich ein paar mehr Bio-Bikes. Also wenn jemand das hier sieht und sagt, hey cool, du kannst doch mal meinen, was nehmen wir denn? Was wünsche ich mir jetzt? Boah. Ich weiß nicht, bist du schon mal viel Santa Cruz gefahren? Ja, Santa Cruz Megatower hatte ich schon, langweilig. Warte mal. Was interessant wäre, wenn es jetzt bei E-Bikes bleibt, von Highbike gibt es, meine ich, eins. Die haben so einen ganz krassen Motor drin mit irgendwie 110 Newtonmeter. Wobei ich Highbike optisch einfach... Ist schwierig. Da komme ich nicht ran. Ist schwierig. In Levo SL, das Neue, das wäre geil. Oder das Kinevo SL, das Neue, im Vergleich zu meinem Alten. Das habe ich ja dann abgegeben, weil es einfach zu wenig Power hatte. Mhm. Wir hatten auch heute festgestellt, dass ein Light-E-Bike in dem Sinne eigentlich gar keine Berechtigung hat. Denn dieses Uphill-Segment, das wir gemacht haben, das hättest du mit einem Light-E-Bike nicht gefahren. Und den Spaß hättest du nicht gemacht. Das Light-E-Bike ist wahrscheinlich einfach nur dafür da, dass du einen Berg einfach hochkommst und dann runterfährst du ganz normal. Ne? Was wünsche ich mir? Ich würde mir tatsächlich mal ein normal Einstiegsrad wünschen, so ein YT, was gibt's denn da, Capra, ganz normal Capra, 2500. Ich bin ja jetzt tatsächlich immer hochpreisige Sachen gefahren. Ich würde gerne mal erfahren, wie es so ist, wenn man es klingt jetzt ein bisschen hochnäsig oder so, aber ich würde gerne mal so ein normales Rad fahren. Ich bin mir sicher, dass man damit auch oder genauso viel Spaß haben kann wie mit den teuren Rädern. Ja. E-Bike technisch, also ein Kinevo SL, das neue wäre richtig cool. Aber ansonsten ist mir gar nicht so auf dem Schirm. Ah doch, Propane Ecano 2 mit diesem Automatikgetriebe. Ja, das wäre eine richtig coole Sache. Da hatte ich ein Video gesehen, das stelle ich mir auch richtig gut vor. Aber jetzt ist das Wunschkonzert zu Ende. Das Video hoffentlich auch. Es ist heute ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, es hat euch unterhalten oder wird euch unterhalten. Wir sind noch am Anfang. Ende. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Ist auch egal. Aber kann man stundenlang angucken. Ist wirklich so. Vor allem, wenn man anfängt, dann dran rumzuschrauben. Nee, das kann ich nicht machen. Wenn ich schraube, dann höre ich nicht mehr auf. Ja, deswegen. Deswegen schraubt man jetzt nicht dran rum. Kann ein Zeitfresser sein. Ja. Durch und durch.